Guten Tag, mein Name ist Thorsten Grimm, ich bin Kinderarzt in der Kinderklinik in Potsdam und betreue die Kinder mit Diabetes aus Potsdam und Umgebung in unserer Klinik. Wir betreuen derzeit über 150 Kinder mit Diabetes mellitus und ich möchte euch heute in das Thema Zuckerkrankheit Diabetes einführen. Als Einführung müssen wir noch kurz Anton entschuldigen, den ihr vielleicht aus den vorhergehenden Folgen der Kinderakademie kennt, der heute noch in den Ferien ist und mir hilft bei der Beantwortung eurer Fragen die magische Hand. Als erstes möchte ich euch einige theoretische Grundlagen zur Zuckerkrankheit und dem Kohlenhydratstoffwechsel vermitteln, da ihr sicherlich noch keinen Biologieunterricht hattet und etliche Fragen für euch ungewöhnlich erscheinen mögen. Das wichtigste Organ im Rahmen der Zuckerkrankheit ist die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse ist ein ca. 150 bis 200 Gramm schweres inneres Organ, welches sich hinter dem Bauchfell im Bereich des Dünndarmes, Magens und der Leber befindet. Die Bauchspeicheldrüse hat zwei Funktionen, eine äußere Funktion und eine innere Funktion. Die innere Funktion ist die für die Erkrankung wichtige, die äußere Funktion hilft dem Körper bei der Verdauung. Die Bauchspeicheldrüse besteht aus einem Kopf, einem Körper und einem Schwanz und ist in der Lage, bis zu 2 Liter Verdauungssaft am Tag zu produzieren. In diesem Verdauungssaft befinden sich Natriumhydrogencarbonat, welches die Magensäure abpuffert, und Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratverdauende Enzyme. Für mich als Kinderdiabetologen ist die innere Funktion wichtig. Die innere Funktion findet sich in den sogenannten Langerhans-Inselzellen. Diese sind vorrangig im Schwanz der Bauchspeicheldrüse angesiedelt und machen nur 1 bis 2 Gramm der gesamten Masse der Bauchspeicheldrüse aus. In dieser Inselzelle befinden sich verschiedene Zelltypen. Für den Diabetes sind vorrangig die Beta-Zellen, die das Insulin produzieren, ca. 70% zuständig, und die hier blau gefärbten Alpha-Zellen, die das Hormon Glucagon herstellen. Zum Verständnis, was sind Kohlenhydrate? Es gibt halt Einfachzucker, wie den Traubenzucker oder den Fruchtzucker, Zweifachzucker, wie den Haushaltszucker und den Milchzucker, und Vielfach- oder Mehrfachzucker, wie die Stärke in der Kartoffel. Jedes Zuckermolekül kann sehr lang aneinandergereiht sein, dann ergibt sich die Stärke. Und der Haushaltszucker zum Beispiel besteht aus einem Molekül Traubenzucker und einem Molekül Galactose. Saccharose, Entschuldigung, Milchzucker aus Glucose und Galactose. Was ist ein Hormon? Weil Insulin und Glucagon habe ich schon erwähnt. Hormone sind Signal- und Botenstoffe, die für die Regulation verschiedener Körperfunktionen zuständig sind. Die Hormone werden von den hormonproduzierenden Zellen in das umliegende Gewebe oder die Blutgefäße abgegeben und wirken durch Bindung an spezifischen Rezeptoren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ich habe das einmal hier dargestellt. Das Insulin ist der Schlüssel, der Rezeptor an der Zelle ist das Schloss, und wenn der Schlüssel in das Schloss passt, kann die Glucose in die Zelle hineinfließen. Das ist eine schöne Übersicht, wie der Kohlenhydratstoffwechsel funktioniert. Man sieht alle am Kohlenhydratstoffwechsel beteiligten wichtigen Organe. Wenn wir Nahrung essen, dann wird diese im Magen-Darm-Trakt aufgespalten und die Einzelzucker werden in die Blutbahn abgegeben. Das sind die kleinen Zuckerwürfelchen, die hier durch den Blutbahn laufen. Und
Die Hauptorgane, die den Zuckerstoffwechsel steuern und dabei mitwirken, sind die Bauchspeicheldrüse, die Leber und jede einzelne Körperzelle benötigt den Kohlenhydratstoffwechsel, weil jede Körperzelle muss Energie gewinnen. Und was passiert nun, wenn wir essen? Wenn wir essen und der Traubenzucker im Blut erscheint, dann misst die Bauchspeicheldrüse den Blutzucker und schüttet das Hormon Insulin aus. Das Insulin bewirkt an der Körperzelle, dass der Traubenzucker in die Zelle hineinfließen kann und zu Energie verarbeitet wird. An der Leber bewirkt das Insulin, dass der Zucker in die Leber gehen kann und dort zu Zuckerspeicher Glykogen aufgebaut wird. Wenn man längere Zeit nichts isst, sinkt der Blutzucker und der Gegenspieler des Insulins, Glucagon, wird ausgeschüttet und führt dazu, dass aus dem Zuckerspeicher und aus der Zuckerneuproduktion in der Leber Traubenzucker freigesetzt wird und der Blutzucker wieder angehoben wird. Die Bauchspeicheldrüse ist also für die automatische Blutzuckersteuerung zuständig. Das Hormon Insulin bewirkt ein Absinken des Blutzuckers und das Hormon Glucagon einen Anstieg des Blutzuckers. Und diese beiden müssen sich immer im Gleichgewicht befinden, damit der Blutzucker in seinem Zielbereich sich befindet. Nach diesen einführenden Worten möchte ich jetzt konkret zur Erkrankung kommen. Was heißt eigentlich Diabetes mellitus? Diabetes mellitus setzt sich aus dem griechischen Wort dia benign, hindurchfließen, und dem lateinischen Wort mellitus, honigsüß, zusammen. Übersetzt ins Deutsche: honigsüßer Durchfluss oder Zuckerkrankheit. Schon vor 3000 Jahren im Altertum haben die Ärzte bemerkt, dass Insekten wie diese Ameise von dem Urin Diabeteskranker angezogen wurden, weil natürlich alle Tiere Zucker lieben. Und 1675 wurde durch den englischen Arzt Thomas Willis erstmalig die Erkrankung auch in Europa beschrieben. Wie haben die Ärzte zu dieser Zeit den Diabetes diagnostiziert? Man wird es kaum glauben. Sie haben den Geschmack geprüft. Hier sieht man, wie ein Patient sein Urin dem Arzt vorführen musste und dieser hat an dem Urin gerochen, ihn von der Farbe beurteilt und gekostet. Da bin ich froh, dass ich heutzutage Arzt bin und nicht zu dieser Zeit, weil ich kann das heute viel einfacher machen. Ich habe mal ein bisschen Urin vorbereitet. Nein, das ist eine Zuckerlösung zum Testen. Und wenn man diesen Teststreifen für den Urin in die Zuckerlösung taucht, sieht man, ich hoffe, ihr könnt es sehen, wie sich dieses erste Fenster in der Farbe verfärbt, von grün auf braun. Und dieser Test ist ein einfacher Test, um die Diagnose des Diabetes zu stellen, der mir heutzutage natürlich diese Geschmackstestung erspart. Boah, ich mag nicht dran denken. Zur Geschichte des Diabetes. Ein deutscher Pathologe, also ein Wissenschaftler, 1869 Paul Langerhans, war sehr wichtig für die Entdeckung der Erkrankung. Er hat erstmalig diese insulinproduzierenden Zellen in der Insel, in der Bauchspeicheldrüse, unter dem Mikroskop darstellen können. Erstaunlicherweise hat er das kurz nach seinem Studium in seiner Doktorarbeit entdeckt. Da würde er heute schon ein sehr prämierter Arzt sein für solch eine Entdeckung. Aber er wusste noch nicht, was diese Zellen herstellen, weil Hormone waren zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bekannt. 1916 hat ein rumänischer Arzt, Nicolae Paulescu, erstmalig aus Bauchspeicheldrüsen von Tieren Insulin herauslösen können und den Nachweis erbringen können, dass Insulin den Blutzucker senkt. 1922
haben die kanadischen Wissenschaftler Banting und Best erstmalig dieses Insulin so weit konzentrieren können und reinigen können, dass es bei Menschen eingesetzt werden konnte. Und dies ist der Junge, der erstmalig auf der Welt mit Insulin 1922 behandelt wurde. Er heißt Leonard Thompson und ist halt mit dieser Behandlung konnte er noch 40 Jahre weiterleben. Dann ist er aber an einer Lungenentzündung, die nichts mit dem Diabetes zu tun hatte, verstorben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war 1955 die Analyse der kompletten Sequenz des Insulins, sodass man seit 1979 in der Lage ist, Insulin gentechnisch herzustellen. Das bedeutet, dass Bakterien dem Menschen identisches Insulin in großen industriellen Anlagen produzieren. Bis dahin musste das Insulin eben aus Bauchspeicheldrüsen von geschlachteten Tieren gewonnen werden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Die magische Hand wird sie mir reinreichen und ich würde sie auch während des Vortrages beantworten, denn der Vortrag hat ja eine gewisse Dauer, sodass am Ende vielleicht einige Fragen dann gar nicht mehr präsent sind. So, die Definition des Diabetes. Was ist Diabetes? Es ist eine Gruppe von Stoffwechselstörungen, die dadurch charakterisiert sind, dass dauerhaft eine Überzuckerung, also ein zu hoher Blutzucker vorliegt und typische Krankheitszeichen festzustellen sind. Und diese Krankheitszeichen sind eigentlich das Wichtigste von meinem ganzen Vortrag, weil ich neben dem Fakt, euch Wissen zu vermitteln, auch hoffe, dass viele Kinder oder Eltern und Lehrer sich diese Krankheitszeichen einprägen, weil heutzutage immer noch die Kinder zu spät zu mir in die Klinik kommen und lebensbedrohlich erkrankt sind. Und wenn man diese Plattform heute nutzen kann, um möglichst vielen Menschen die Erkrankung näher zu bringen, wäre das eine gute Sache. Also, die typischen Symptome sind viel trinken, bis zu 4-5 Liter am Tag, viel Wasser lassen, insbesondere auch nächtliches Wasser lassen und nächtliches Trinken sind typisch. Und bei vielen Kindern bemerkt man in Diabetes, dass sie plötzlich wieder anfangen, nachts einzupullern. Dann wird natürlich gedacht, haben sie in der Schule Probleme oder ist die Blase entzündet? Nein, nächtliches Einnässen, was neu aufgetreten ist, ist sehr, sehr verdächtig auf einen Diabetes. Dadurch, dass, wie ich eingangs gezeigt habe, der Zucker ja nicht verstoffwechselt werden kann, nimmt man an Gewicht ab und wird müde und schlapp. Also, viel trinken, viel nächtliches Pullern, dann sollte man den Arzt aufsuchen und einen Diabetes abklären lassen. Die Diagnostik des Diabetes ist relativ einfach. Die typischen Symptome liegen vor. Man misst einen Blutzucker, was ich euch nachher noch zeigen werde. Und wenn der Blutzucker zu irgendeinem Zeitpunkt des Tages über 11,1 Millimol ist, dann ist die Diagnose wahrscheinlich. Oder wenn man nichts gegessen hat, morgens nach dem Aufstehen über 7 Millimol. Und bei komplizierten Fragestellungen, die eigentlich bei einem kindlichen Diabetes nicht nötig sind, kann man auch einen Zuckerbelastungstest machen. Da wird man Zucker zu trinken bekommen und dann misst man nach 2 Stunden den Wert und dieser wird dann auch deutlich erhöht sein. Soll ich eine Frage jetzt machen? Also dies wäre in meinem Vortrag auch noch erschienen, ab welchem Alter kann man Diabetes bekommen? Also das jüngste Kind, was ich diagnostiziert habe und behandelt habe, ist 1 Jahr alt gewesen. Aber man kann auch schon in der Nacht der Geburt einen Diabetes bekommen. Dieser ist dann meistens aber ein genetisch bedingter Diabetes und der sogenannte Diabetes mellitus Typ 1, auf den ich jetzt gleich konkret eingehen werde, der benötigt etwas Zeit, um sich zu entwickeln. Da bin ich auch schon bei der Einteilung oder welche Typen von Diabetes gibt es. Also ich als Kinderarzt beschäftige mich vorrangig oder ausschließlich mit dem Diabetes mellitus Typ 1. Dieser entsteht durch die Selbstzerstörung von der insulinproduzierenden Zellen. Die Kinder sind schlank oder eher verhungert und
So wie der Junge auf dem Bild kommen auch immer noch heute Kinder zu mir zur Diagnostik. Und dadurch unterscheiden sie sich von dem Typ-2-Diabetes, der halt sehr, sehr viel häufiger als der Diabetes mellitus Typ 1 ist und auch Altersdiabetes genannt wird, bei dem die Erwachsenen eben übergewichtig sind und sich falsch ernähren und keinen Sport treiben, bekommt man dann den Typ-2-Diabetes, der gekennzeichnet ist durch eine sogenannte Insulinunempfindlichkeit. Also die Patienten produzieren ganz viel Insulin, aber es reicht nicht mehr. Während beim Typ-1-Diabetes aufgrund der Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen kein Insulin mehr vorhanden ist. Dann gibt es halt einen Typ 3. Das sind halt alle anderen Diabetesformen, die selten sind. Zum Beispiel, wenn man einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und die Bauchspeicheldrüse durch den Krebs zerstört ist, kann man natürlich auch kein Insulin produzieren. Oder der auch oft im Rahmen der Frage erwähnte angeborene Diabetes, der genetisch vererbt wird, fällt unter den Typ 3. Und dann gibt es als Sonderform noch den Schwangerschaftsdiabetes. Diabetes ist ein weltweites zunehmendes Problem. Der Altersdiabetes so und so, weil der Großteil der Kosten, die dem Gesundheitswesen entstehen, infolge von Übergewicht und den damit verbundenen Erkrankungen wie Altersdiabetes und Herzerkrankungen bedingt sind. Aber auch der kindliche Diabetes, Typ-1-Diabetes, ist sehr bedeutsam. Es ist die häufigste Stoffwechselerkrankung und man geht davon aus, dass weltweit 1,1 Millionen Kinder an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt sind und in Deutschland ungefähr 18.500 Kinder bis 14 Jahre, die am Diabetes leiden. Das bedeutet, jedes 500. Kind in Deutschland hat ein Diabetes mellitus Typ 1. Vielleicht habt ihr in eurer Schule oder in eurem Bekanntenkreis auch ein Kind, was an Diabetes erkrankt ist. Das sollte kein so großer Zufall sein, weil allein schon in Potsdam und Umgebung gibt es bestimmt 200 Kinder und daher ist es eine recht häufige Erkrankung. Jedes Jahr erkranken weltweit 130.000 Kinder neu an Diabetes und in Deutschland 2.800 Kinder pro Jahr. Wir haben dieses Jahr ein diabetestechnisch gesehen sehr schlimmes Jahr hinter uns schon. Wir haben halt über 20 Kinder schon neu diagnostizieren müssen, wobei wir sonst im Jahresdurchschnitt 16 neue Kinder behandeln. Ungefähr 23 Kinder auf 100.000 Kinder erkranken jedes Jahr neu und das Durchschnittsalter bei Beginn der Erkrankung ist 8,5 Jahre. Wie entsteht der Diabetes? Er ist schicksalshaft, man kann ihn nicht verhindern und man kann nichts dafür. Man hat nicht zu viel Süßigkeiten gegessen und man hat auch nicht, sagen wir mal, in der Schule zu wenig aufgepasst, sondern es ist einem in die Wiege gelegt. Die Kinder mit Diabetes haben alle eine genetische Prädisposition, also eine Veränderung in ihren Erbanlagen, wobei die Gene, die da zusammenspielen, noch nicht eindeutig bekannt sind, um den Diabetes zu entwickeln. Man könnte alle Neugeborenen nehmen und die spezifischen Merkmale, sogenannte HLA-Antigene, bestimmen und könnte voraussagen, dass ein Diabetes sich entwickeln könnte. Dass er sich dann entwickelt, hängt von Umweltfaktoren ab, insbesondere Virusinfektionen. Es gibt halt Viren, zum Beispiel Coxsackie-Viren, die eine Hand-Mund-Fuß-Krankheit oder Durchfall im Sommer auslösen, die sehr ähnlich dem Insulin produzierenden Zellen sind und das Immunsystem verwechselt die und beginnt die eigenen Insulin produzierenden Beta-Zellen zu zerstören. Das ist ein Prozess, der über Monate bis Jahre abläuft und nicht unbedingt erkannt wird, weil ohne Symptome keine Diagnostik und die Krankheit schreitet dann weiter fort und wenn ungefähr 70 bis 80% aller insulinproduzierenden Zellen zerstört sind, dann treten die Symptome auf und dann kann man die Krankheit nachweisen. Und beweisen kann man es mit sogenannten Antikörpern,
die gegen diese Inselzelle oder auch gegen das Insulin gerichtet sind, die ich im Blut diagnostizieren kann. Hier habe ich mal zwei mikroskopische Bilder von einer Inselzelle. Einmal eine gesunde Inselzelle und hier eine befallene Inselzelle eines Menschen mit Diabetes. Die vielen kleinen schwarzen Punkte sind alles sogenannte Lymphozyten, weiße Blutkörperchen, die diese Selbstzerstörung auslösen. Was passiert jetzt im Körper, wenn kein Insulin mehr da ist? Falls ihr euch an das Eingangsbild erinnert, die Tür ist geschlossen. Kein Insulin ist mehr verfügbar. Der Blutzucker steigt stark an, weil der nicht mehr in die Zellen hineinkommen kann. Die Zellen haben keine Energie mehr und in der Leber kann kein Zuckerspeicherstoff, Glykogen, aufgebaut werden und die Leber wird durch das Glucagon veranlasst, immer zu den Zucker in die Blutbahn weiter abzugeben. Und wenn der Zucker eben sehr hoch ist, dann wird der Zucker über die Niere ausgeschieden und man verliert an Flüssigkeit und die typischen Symptome treten dadurch auf. Was sind unsere Ziele bei der Behandlung von Kindern mit Diabetes? Wir möchten akute Stoffwechselentgleisung verhindern, auf die ich auch im Verlauf des Vortrags noch zu sprechen komme. Wir möchten diabetesbedingten Folgeerkrankungen vorbeugen. Hier sieht man einen Augenhintergrund von einem Menschen, der schon lange Zeit Diabetes hatte und kann halt Einblutungen an der Augenhintergrund sehen. Das ist ein Teil der Niere, wo man sehen kann, wie die kleinen Nierenkörperchen geschädigt sind. Also der Diabetes, wenn er über lange Zeit vorherrscht und nicht optimal behandelt wird, führt dazu, dass die kleinen Blutgefäße sich zusetzen und nicht mehr durchblutet werden können und man bekommt halt Komplikationen an den Augen, an den Nieren, an den Nerven, an den Beinen. Und das möchten wir unbedingt mit unserer Behandlung verhindern. Diese Folgeerkrankungen treten frühestens 12 bis 15 Jahre nach Beginn der Erkrankung auf, sodass ich als Kinderarzt selten Folgeerkrankungen schon feststellen muss. Aber wir wissen halt um das Schicksal der Patienten, die nicht optimal behandelt sind und müssen alles geben, um diese Spätfolgen zu verhindern. Bei Kindern ist natürlich auch wichtig, dass sie sich normal entwickeln können, eine altersentsprechende Leistungsfähigkeit wie ihre Mitschüler erringen können und auch sich ungestört seelisch entwickeln. Weil man kann sich natürlich vorstellen, dass die Belastung durch die Behandlung groß ist und man da sehr viel Hilfe auch benötigt, um das alles gut hinzubekommen. Deswegen bin ich auch nicht allein, sondern mein Team besteht aus mir, einer Kinderkrankenschwester, einer Diabetesberaterin, einer Psychologin und Sozialarbeiterin. Und wir gemeinsam betreuen die Kinder kontinuierlich. Die Säulen der Behandlung, also das, was für uns wichtig ist, ist nicht nur allein das Insulin, sondern auch die Selbstkontrolle, also Blutzuckerbestimmung und die Ernährung. Und da möchte ich jetzt im Einzelnen darauf eingehen, wie das funktioniert. Aber ich habe wieder von der magischen Hand eine sehr wichtige Frage bekommen, die finde ich gut. Also Fragen sind ja immer gut, aber die ist halt wirklich bedeutsam. Kann ich als Kind schon Typ 2 Diabetes bekommen? Also durch zu viel Zucker ungesunde Sachen essen? Ja, wenn man schon von klein auf an übergewichtig ist, kann es auch bei uns vorkommen, dass man einen Typ 2 Diabetes entwickelt. Also ich behandle zurzeit kein Kind mit Typ 2 Diabetes, aber bis vor einem Jahr habe ich auch ein Mädchen betreut, welches mit 14 schon einen Altersdiabetes aufgrund ihres Übergewichtes entwickelt hatte. Das hat auch ein bisschen genetische Gründe. In den USA machen ungefähr 50% der Diabetesambulanz schon Kinder und Jugendliche mit Typ 2 Diabetes aus, weil bei der europäischen Bevölkerung doch das eher seltener ist, aber bei Kindern zum Beispiel aus Südamerika oder auch aus dem Mittelmeerraum ist sehr viel schneller bei gleichem Übergewicht zu einem Typ 2 Diabetes kommen kann. Ne? Also in Deutschland ist es
selten, keine Rarität, es kommt vor, aber der überwiegende Teil, also über 99,5% der Patienten bei uns sind Typ-1-Diabetiker. So, die Selbstkontrolle. Also um zu wissen, wie der Blutzucker ist, muss man den natürlich messen. Und man sollte den Blutzucker vor den Mahlzeiten und zur Nacht mindestens messen. Und das würde ich euch jetzt einmal vormachen, wie der Blutzucker bestimmt wird. Das ist also ein Blutzuckermessgerät. Und ein Teststreifen. Den führe ich jetzt in das Messgerät ein. Schaltet sich automatisch an. Und dann muss ich mir einmal kurz den Finger reinigen, weil wenn man gerade was gegessen hat, einen Apfel oder so, hat man halt noch Zucker an den Fingern und könnte die Messung verfälschen. Dann nimmt man dieses Lanzettengerät oder den Fingerpikser und hält den an die Fingerbeere. Und kann einen Blutstropfen gewinnen. Den lässt man in das Messgerät einsaugen und nach 4-5 Sekunden erscheint der Blutzucker. Obwohl ich ganz schön aufgeregt bin, ist mein Blutzucker 6,3, weil ich habe keinen Diabetes und bin gesund. Und das ist also für meine jetzige Situation ein guter Wert. Und diesen Vorgang müssen die Kinder eben mindestens 4, eher 6 Mal am Tag durchführen. So. Okay, dann gibt es noch den eingangs gezeigten Urinzucker, den die Kinder nicht routinemäßig bestimmen müssen, sondern nur, wenn sie krank sind oder Grippe haben, ist dieser Urinzucker erforderlich und in der Einstellungsphase nach Beginn der Erkrankung und in Gefahrensituationen, also wenn der Blutzucker über lange Zeit sehr hoch ist, dann kann man sogenannte Ketonkörper bestimmen, die einem sagen, ob man entgleist und eine Übersäuerung entwickelt. Und für meine tägliche Arbeit ist der HbA1c Langzeitwert sehr wichtig, weil an dem HbA1c kann ich erkennen, wie gut die Behandlung funktioniert. Es gibt zu hohen Blutzucker, das beginnt über 8,8 Millimol, zu niedrigen Blutzucker unter 3,9. Und das Ziel ist, dass wir uns möglichst in dem Bereich von 3,6 bis 5,6 vor dem Essen und von 4,5 bis 7 nach dem Essen befinden. Das ist bei Kindern ein wirklich schwieriges Ziel, weil natürlich durch den dynamischen Tagesablauf eines Kindes diese Ziele nicht immer zu erreichen sind. Also bei Erwachsenen schon, aber bei Kindern muss man manchmal auch höhere oder niedrige Werte akzeptieren. Neben der Blutzuckermessung gibt es auch noch ein anderes neues Messverfahren, was ich auch mitgebracht habe. Mein armes rosa Schweinchen, nein, es ist kein armes Schweinchen, hat auch ein Diabetes und trägt hier einen sogenannten Glukosesensor. Bei dem Glukosesensor handelt es sich um einen kleinen Draht, der im Unterhautfettgewebe eingebracht ist und der den Gewebezucker messen kann. Und wenn ich dieses Messgerät hier ranführe, kann es halt wie von Zauberhand den Gewebezucker bestimmen. Und ich würde sagen, so 80% meiner Kinder, die ich betreue, nutzen inzwischen diese Gewebezuckermessung, um ihre Stoffwechsellage zu untersuchen und zu wissen, wie sie sich behandeln müssen. Das technische Prinzip, das würde ich mal überspringen, weil es etwas kompliziert ist. Den HbA1c-Langzeitwert bestimmen wir
aller 3 Monate und er ist das sogenannte Blutzuckergedächtnis, welches ungefähr 8 Wochen der Behandlung repräsentiert. Dieser HbA1c auf Deutsch bedeutet Zuckeranlagen an rote Blutkörperchen. Also so wie das an den Blutgefäßen bei den Spätfolgen abläuft, läuft es halt Tag für Tag an den roten Blutkörperchen auch ab und das kann man messen. Und unser Ziel ist, dass der HbA1c möglichst unter 7,6 ist. Nun komme ich zur Behandlung des Diabetes. Es gibt halt verschiedene Insuline. Wir benutzen in der Regel 2 verschiedene Typen. Einmal ein Langzeitinsulin, was bis zu 24 Stunden wirkt, und ein Kurzzeitinsulin, dieser rote Gipfel. Der gelbe Hügel zum Vergleich ist das normale menschliche Insulin. Durch die Wissenschaftler wurde das normale menschliche Insulin verändert, um diese gewünschten Wirkspektren zu ermöglichen. Und das Insulin wird einmal vor der Nacht gespritzt, um den sogenannten nahrungsunabhängigen Insulinbedarf oder die Basalrate zu ersetzen. Jeder Mensch benötigt ungefähr 50% des Insulins für körpereigene Stoffwechselvorgänge, die nicht durch das Essen bedingt sind. Und dann muss man vor jeder Mahlzeit Insulin für die verzehrten Kohlenhydrate spritzen. Also es kann halt 3-mal sein, wie in dieser Grafik, es kann aber auch 6-mal am Tag sein, sodass ein Kind mindestens auf 4, eher auf 6 bis 8 Injektionen am Tag kommt. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, wie kommt das Insulin in den Körper. Insulin ist ja ein Hormon und Hormone sind halt sehr instabile, sensible Stoffe. Wenn man Insulin in Tablettenform essen würde, würde das nicht wirken, weil es im Magen zerstört wird. Deswegen muss man leider überall auf der Welt immer noch das Insulin spritzen. Und früher wurde das Insulin mit solchen Spritzen zugeführt. Heute gibt es halt diese sogenannten Pens, auf Deutsch Stifte. Da wird halt eine Insulinpatrone in den Pen eingelegt und eine sehr dünne, kurze Nadel aufgesetzt. Die Nadel ist halt nur 4 mm lang, denn Kinder sind ja also in der Regel schlank, die mit Diabetes erkrankt sind und haben halt eine dünne Haut- und Unterhautfettgewebe. Deswegen kann man halt relativ kurze Nadeln benutzen. Dann stellt man hier hinten an dem Rädchen die zu spritzende Menge des Insulins ein. Und ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht. Ich muss es erstmal luftleer machen. Jetzt hat sich das Insulin entleert. Und beim Kind würde man dann in den Bauch oder ins Unterhautfettgewebe des Bauches, Oberarm, Oberschenkel oder in den unteren Rücken, den oberen Po, die Nadel einstechen und dann das Insulin abgeben. Und am Anfang haben die Kinder natürlich Sorge und Angst, aber sie gewöhnen sich sehr schnell an die Spritzen, weil die Nadeln heutzutage wirklich kaum das Gewebe verletzen und eben schmerzfrei ist es nicht, aber einen sehr, sehr geringen Schmerz auslöst. Kann man eine gesunde Bauchspeicheldrüse bei einem Kranken einpflanzen? Diese Frage hätte ich auf meiner allerletzten Folie beantwortet, um einen Ausblick zu geben. Also man könnte einem Kind mit Diabetes eine Bauchspeicheldrüse von einem Spender, von einem gesunden Menschen einpflanzen. Aber da es sich um fremdes Gewebe handelt, würde das Immunsystem diese fremde Bauchspeicheldrüse sofort abstoßen. Und man muss halt, um ein Organ von einem anderen Menschen zu transplantieren, das Immunsystem unterdrücken. Und diese immunsystemunterdrückende Therapie
ist deutlich komplizierter und gefährlicher als die Insulinbehandlung, sodass das nur durchgeführt wird, wenn andere lebenswichtige Organe, wie zum Beispiel die Niere, transplantiert werden müssen. Dann transplantiert man auch die Bauchspeicheldrüse oder insulinproduzierende Zellen. Aber so weit ist die Medizin noch nicht, dadurch die Krankheit zu heilen. Soll ich gleich noch die nächste Frage beantworten? Genau, machen wir eine kleine Frage. Wieso hört Diabetes nicht auf? Warum geht der bei Kindern nicht weg? Weil die Zellen, die zerstört worden sind, sich nicht wieder neu bilden können. Also wenn die 80% dieser Beta-Zellen durch das Immunsystem zerstört sind und wir die Behandlung beginnen, werden auch noch die verbliebenen 20% über die nächsten 1, 2 Jahre, maximal so bis 5 Jahre zerstört. Und die Zellen kann der Körper nicht nachbilden. Also es gibt halt keine Möglichkeit, die zerstörten Zellen zu ersetzen. Deswegen ist die Behandlung eben auch nicht heilbar zum jetzigen Zeitpunkt und eine chronische Erkrankung. Und vom Beginn der Diagnose bis zum Lebensende müssen die Kinder Insulin spritzen. Okay, dann geht's weiter. Eine Sonderform der Insulintherapie ist die Insulinpumpentherapie. Und das ist eine sehr moderne und für die Kinder sehr das Leben erleichternde Behandlung. Dabei wird eine programmierte, kontinuierliche Abgabe von kurzwirksamen Insulin durch ein flexibles Schlauchsystem mit Stahl- oder Teflonkanüle in das Unterhautfettgewebe befördert, durch einen batteriebetriebenen Motor. Naja, das ist eine etwas sperrige Definition. Aber ich habe eine Insulinpumpe mitgebracht und möchte euch jetzt einmal zeigen, wie die Insulinpumpe aussieht und funktioniert. In diesem sogenannten Reservoir befindet sich das Insulin. Und über dieses Schlauchsystem wird das Insulin unter die Haut gepumpt. Ich mache das jetzt einmal vor, wie die Kinder das auch machen müssen. Und hier ist also auch wieder eine Stahlnadel, die man dann ins Unterhautfettgewebe einsticht. Und dann ist die Insulinpumpe mit dem Körper verbunden und man kann, vielleicht kann man es sehen, man kann halt über diese Insulinpumpe das Insulin abgeben. Also wenn ein Kind isst, dann wird es seine Insulinpumpe nehmen, wird in dieses Menü gehen und der Pumpe sagen, ich esse 25 Gramm Kohlenhydrate, gib bitte Insulin für diese 25 Gramm Kohlenhydrate ab. Dann muss das bedient werden und dann braucht man sich zu den Mahlzeiten nicht mehr spritzen. Und die sogenannte Basalrate, die wird halt kontinuierlich durch ein Insulin ersetzt. Man braucht also keine zwei Insuline mehr, sodass man dann gut versorgt mit Insulin ist. Die Insulinpumpentherapie nimmt halt in Deutschland zu. Also es gibt sie schon fast 30 Jahre, aber ehe bei Kindern mit der Insulinbehandlung begonnen wurde, sind doch viel Zeit vergangen. Und in den letzten Jahren hat das halt also explosionsartig der Einsatz von den Insulinpumpen zugenommen. Man geht davon aus, dass über die Hälfte der Kinder mit einer Insulinpumpe behandelt werden. Und bei Kleinkindern ist es der überwiegende Teil. Oh, hier ist nochmal das Wirkprinzip aufgemalt. Zu den Mahlzeiten gibt man eine größere Menge Insulin, einen sogenannten Bolus ab und alle 5 Minuten ist die Insulinpumpe in der Lage, eine klitzekleine vorprogrammierte Menge abzugeben, um die Basalrate zu ersetzen. Der Vorteil der Insulinpumpentherapie ist, dass man nur ein Insulin, nur kurzwirksames Insulin benutzt. Man kann halt die Basalrate programmieren. Man muss nur alle 2 Tage die Nadel wechseln und sich nicht 6 bis 8 Mal am Tag pieken. Es ist möglich, ganz klitzekleine Mengen, was halt gerade bei kleinen Kindern sehr wichtig ist, weil der Insulinpen nur
0,5 Einheiten minimal abgeben kann, die Insulinpumpe, aber sogar 0,1 Einheiten Schritten bei den Essensinsulingaben möglich sind. Man hat weniger Unterzuckerung und die Blutzuckerwerte schwanken und man kann halt die Stoffwechseleinstellung verbessern. Der Nachteil ist vor allem die Gerätabhängigkeit. Man muss halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr die Insulinpumpe tragen. Aber zum Sport zum Beispiel könnte man sie auch für 1 bis 2 Stunden ablegen. Dafür hat es eine Kupplung und man kann das, ich halte es mal in die Kamera, kann man das Schlauchsystem abtrennen und zum Sport die Pumpe in seine Tasche legen. Die anderen, sagen wir mal, Nachteile, da möchte ich nicht unbedingt drauf eingehen, weil das in der Regel bei den Kindern keine Rolle spielt. Hier habe ich mal einen Überblick mitgebracht, mit welchen Geräten ich arbeite. Das ist halt die Insulinpumpe, die ich jetzt zum Vorführen hatte von der Firma Medtronic, die auch mit einem Glukosesensor, wie sie das Schweinchen trägt, verbunden werden kann. Dann gibt es auch eine schlauchlose Pumpe, also die kein Schlauchsystem hat, wo quasi dieser Pott genannt, ich sage Marienkäfer, weil er sieht aus wie so ein Schokomarienkäfer, bloß ohne Punkte, auf die Haut geklebt wird und das Insulin abgibt. Und hier ist nochmal ein anderes neues Modell, welches wie ein Telefon aussieht mit Touchscreen, Farbdisplay und welches auch mit einem Insulin-Glukosesensor zusammenarbeitet und das Freestyle Libre, was ich eben schon vorgeführt habe. Das sind verschiedene Nadeltypen, also die eben benutzte Nadel. Da kann man nochmal die Nadel gut im Bild sehen. Dann gibt es halt noch senkrechte Plastik- oder Teflonnadeln und auch schräge 30 Grad unter die Haut gehende Teflonnadeln. Das hängt davon ab, wie viel Fettgewebe das Kind hat und ob ihm die Stahlnadel piekt, und das muss man dann individuell ausprobieren und entscheiden. Hier habe ich mal ein Bild, wie ein Glukosesensor die Blutzuckerwerte aufzeichnet, mitgebracht. Man kann hier sehen, wie das Kind zu niedrig ist, hier nach dem Essen zu hoch, und man hat damit einen viel besseren Überblick über die Stoffwechselsituation, als wenn man nur 4 oder 6 einzelne Blutzucker bestimmt. Oh, Entschuldigung. Kann man mit einer Pumpe schwimmen gehen? Die ist halt wasserdicht für 30 Minuten bis 60 Minuten und 1 Meter Tauchtiefe, aber ich empfehle das nicht, weil man kann sie ja abkoppeln und sie würde beim Schwimmen hinderlich sein. Und wenn man jetzt Badeurlaub macht und 8 Stunden am Tag badet, kann man auch für die Zeit dann wieder mit dem Insulinpen spritzen zur Überbrückung, sodass man da sehr flexibel ist. Also die Pumpe wird bei Sport und Schwimmen abgelegt. Wie weiß man, wie viel man genau spritzen muss? Wie rechnet man das aus? Kommt gleich. Die nächste Stufe der Entwicklung ist, dass die Insulinpumpe mit dem Sensor kommuniziert. Das kann man hier sehen. Hier findet sich die Kurve des Insulinpumpensensors und hier unten sieht man, was die Insulinpumpe in der Zeit macht. Die grünen Säulen sind die Abgaben zum Essen, die sogenannten Bolusgaben. Und das, worauf es mir ankommt, ist halt dieses Phänomen in der Nacht. Der Blutzuckerspiegel des Mädchens oder fällt in der Nacht ab. Und die Insulinpumpe ist in der Lage, ihre Basalrate, also die dauerhaft abgegebene Insulinmenge, zu stoppen. Und wie von Zauberhand, durch den Stopp der Insulingabe, steigt das Mädchen wieder an, ohne dass so jemand einschreiten muss. Also es beginnt, wieder die Behandlung wird halt teilweise automatisiert. Und das Allerneueste ist, dass die erste Insulinpumpe, die es gibt, den Blutzucker regulieren kann, indem sie nicht nur die Insulinzufuhr unterbrechen kann, sondern auch Insulin bei hohen Werten im gewissen Rahmen automatisch selbstständig abgibt. Das sieht man hier, diese rosa Hügelchen sind die von der Insulinpumpe selbst berechneten Insulingaben. Und dieser Algorithmus passt sich kontinuierlich an, und
und damit kann man beinahe die normale Steuerung des Blutzuckers simulieren. Zu den Mahlzeiten ist man immer noch gezwungen, die Kohlenhydrate einzugeben. Und das ist halt, diese Insulinpumpe ist dazu fähig in Verbindung mit Ihrem Glukosesensor. Die Beantwortung mit der Berechnung kommt jetzt im Rahmen der Ernährung. Ne? Weil Ernährung ist, Kohlenhydrate, habe ich ja eingangs gesagt, ist halt auch ein wichtiges Thema. Die Kinder können erfreulicherweise alles essen, was andere Kinder auch essen. Ne? Es sollte eine gesunde Ernährung sein und die besteht halt aus 50% Kohlenhydraten, 30% Fett, 20% Protein. Man kann auch den Energiebedarf eines Kindes berechnen. Das kommt und das Essen wird eben auf 3 bis 6 Mahlzeiten in der Regel verteilt. Und welche Lebensmittel beeinflussen jetzt den Blutzucker? Ne? Wie man eingangs gesehen hat, mit den Kartoffeln das Bild, dass es halt eben Kohlenhydrate gibt, die den Blutzucker erhöhen. Und das ist zum Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Süßigkeiten, zuckerhaltige Getränke, Obst, Milch und gesüßter Joghurt. Und dann gibt es Lebensmittel, die keinen Einfluss auf den Diabetes oder auf den Blutzuckerstoffwechsel in der Regel haben. Da handelt es sich um Fleisch, Eier, Gemüse, vergorene Milch oder Fett, Olivenöl, Butter und natürlich Mineralwasser oder ungesüßter Tee. Und die Kinder müssen bei jeder Mahlzeit sich überlegen, wie viel esse ich, damit ich die Insulindosis berechnen kann. Und dafür gibt es halt in Deutschland eine sogenannte Kohlenhydrateinheit. Eine Kohlenhydrateinheit, das sind 10 Gramm Kohlenhydrate. Und es gibt Tabellen oder auch wie in diesem Falle bunte Bildchen, wo man nachschauen kann, wie viel Kohlenhydrate enthält dieses Lebensmittel. Zum Beispiel ist eine halbe Scheibe Schwarzbrot eine KE, eine Scheibe Toastbrot, eine mittelgroße Kartoffel, 200 Milliliter Milch, eine halbe normale Banane, ein mittelgroßer Apfel oder diese Mengen an Nudeln. Und dann muss das Kind vor der Mahlzeit berechnen, wie viel Kohlenhydrate esse ich und dementsprechend dann das Insulin dosieren. Da gibt es dann von mir Vorgaben, um wie viel eine Einheit Insulin oder wie viel Insulin pro Kohlenhydrateinheit benötigt wird. Und das lernen Sie dann von uns. Ich habe jetzt mal, um das nachvollziehen zu können, ein Rechenbeispiel mitgebracht. Und zwar habe ich meine ärgsten Feinde ausgewählt, die Gummibärchen. Weil ich sagte zwar, ein Kind kann weitestgehend essen, was es möchte, aber zuckerhaltige Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke sind sehr schwierig mit dem Insulin zu managen und deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil das Insulin muss ja erst ins Unterhautfettgewebe gespritzt werden und dann in den Körper aufgenommen werden. Das dauert seit so 15-20 Minuten und die guten Gummibärchen, die erscheinen nach 1 bis 2 Minuten im Blut und das Insulin schafft es nicht, die Gummibärchen abzudecken. Aber jetzt zu dem Rechenbeispiel. Auf allen Lebensmitteln sind halt ja, also Fertigprodukten sind die Kohlenhydrate ausgezeichnet. Kann man hinten drauf gucken. 77 Gramm Kohlenhydrate befinden sich in einer 175 Gramm Tüte. Dann weiß man, dass in der gesamten Tüte Gummibärchen 135 Gramm Kohlenhydrate sind. Das entspricht 13,5 KE. Das ist eine große Menge. Eine normale, gesunde Mahlzeit, die hat halt so 4, 6, 7 KE. Ne? Und eine so eine Tüte Gummibärchen, 13,5 KE. Dass man mal eine Vorstellung hat, habe ich das umgerechnet in 45 Stück Würfelzucker. Und dass das auch für Kinder ohne Diabetes nicht ohne Bedeutung ist, sieht man an diesem Beispiel. Ein normal großer und normalgewichtiger 12-jähriger Junge sollte am Tag 2200 Kilokalorien bei normaler sportlicher und körperlicher Aktivität zu sich nehmen. Das entspricht ungefähr 275 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt kommt's, in einer gesunden Ernährung sollten Süßigkeiten 10% der Kohlenhydratmenge ausmachen. Das sind in dem
Fall dieses 12-jährigen Jungen 27,5 Gramm. Wenn er aber 135 Gramm auf einmal isst, hat er halt quasi seine günstige Tagesmenge an Kohlenhydraten um das Fünffache schon überschritten. Weil auch beim gesunden Menschen eben so viel schnell wirksame, ungesunde Zucker zu Übergewicht führen und dann im weiteren Leben zum Diabetes Typ 2 führen kann. Ne? Aber die Kinder mit Diabetes Typ 1 müssen das halt berücksichtigen. Auf dem Dia habe ich nochmal einige Beispiele der gesunden Ernährung ausgewählt, wie viel Kohlenhydrate die enthalten. Also die Kinder essen genau wie ihr und verzehren auch diese Produkte. Ne? Eine normale 28 cm Pizza hat 10 Kohlenhydrateinheiten, 330 ml Cola, 3,5 KE, da sind auch nochmal die Würfelzucker da aufgemalt. Eine normale Portion Nudeln mit Tomatensauce, 5 Kohlenhydrateinheiten, eine Portion Milchreis, 6 Kohlenhydrateinheiten und eine Tafel Schokolade, 6 Kohlenhydrateinheiten. Und dann, wenn zum Beispiel der Faktor 2 ist, dann weiß das Kind, wenn ich einen Big Mac mit 5 Kohlenhydrateinheiten esse, muss ich halt 10 Einheiten Insulin zum Essen spritzen. Waren noch Fragen? Ja. Leider gibt es keine andere Behandlungsmethode, um die Funktionen der Bauchspeicheldrüse zu erhalten. Es werden viele Dinge ausprobiert, zum Beispiel Vitamin D. Man muss sich gesund ernähren und diese schnell wirksamen Kohlenhydrate möglichst zu sich nehmen. Dann erhält sich diese eigene Insulinproduktion über einen längeren Zeitraum, aber man kann das nicht durch gesunde Ernährung oder Lebensmittel oder andere Medikamente verhindern, dass die Bauchspeicheldrüse zerstört wird. Oder nicht die Bauchspeicheldrüse, sondern die insulinproduzierenden Zellen. Der Rest der Bauchspeicheldrüse ist unbeeinträchtigt. Jetzt habe ich noch zwei auch für die Schule wichtige Themen herausgesucht. Akute Komplikationen. Also wenn ihr ein Kind in eurer Schule mit einem Diabetes habt, könnte es sein, dass ihr auch einmal in die Verlegenheit kommt, dem Kind eventuell zu helfen. Als erstes möchte ich über die Unterzuckerung sprechen. Also wenn der Blutzucker zu niedrig ist, dann bekommt man großen Hunger, wird ganz blass, schwitzt, kann Kopfschmerzen haben, wird sehr müde. Es gibt auch Verhaltensstörungen. Also ich habe schon viele Kinder erlebt, die eigentlich sehr nett sind, mit denen ich gut zurechtkomme, die in meiner Sprechstunde unterzuckert waren und dann plötzlich total aggressiv und böse waren. Also wenn einem der Blutzucker fehlt, wird das Gehirn ja nicht gut mit Energie versorgt und man kann plötzlich ganz komisch werden. Und wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird und nicht behandelt wird, dann folgen Bewusstlosigkeit und Krampfanfälle. Die Ursache der Unterzuckerung ist erhöhte körperliche Aktivität und Sport, die man nicht berücksichtigt hat. Man kann zu viel Insulin gespritzt haben oder zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben. Also man kann im Prinzip gedacht haben, ich habe alles richtig gemacht, aber das Essen hat da halt anstatt 5 KE nur 3 KE und man spritzt für 5 KE, dann unterzuckert man. Und man kann auch zu früh gespritzt haben oder der Abstand zwischen dem Spritzen und Essen ist zu lang und das Insulin wirkt schneller als man erwartet und man unterzuckert dann. Und wie wird es behandelt? Mit diesen schnellen, in Anführungsstrichen, bösen Kohlenhydraten wie Traubenzucker oder Gummibärchen oder zuckerhaltigen Getränken. Die kann man bei den Symptomen oder wenn der Blutzucker kleiner 3,9 ist, dann essen in gewissen Mengen, ohne Insulin zu spritzen und die heben dann den Blutzucker wieder an. Und wenn das Kind bewusstlos ist in Rahmenunterzuckerung, kann es ja nicht mehr sich selber helfen. Und dafür gibt es halt diese Notfallmedikamente. Und bis vor kurzem musste als Notfallmedikament eine Notfallspritze eingesetzt werden, wo der Gegenspieler des Insulins, des Glucagons, in diesem Fläschchen ist. Es musste dann aufgelöst werden, in der Spritze aufgezogen werden und dem Kind gespritzt werden. Und das habe ich nie erlebt,
dass ein Lehrer oder eine Kita-Erzieherin diese Spritze bei einem Kind mit einer schweren Unterzuckerung eingesetzt hat. Die dürfen ja so und so eher keine Medikamente geben. Und das Spritzen dieses Präparates ist halt wäre eine sehr große Aufgabe und sie müssten ja allen Mut zusammennehmen. Und daher wurde erfreulicherweise ein Nasenspray entwickelt, welches diesen Gegenspieler Glucagon enthält. Und das gibt es seit diesem Jahr. Das ist eine Einmaldosis, die man dann dem bewusstlosen Kind in die Nase stecken muss, darauf drückt und dann bekommt es dieses Glucagon und wacht wieder auf und kann Traubenzucker essen. Und das macht es natürlich für Lehrer und Erzieher und auch Eltern oder auch wenn das Kind bei einer anderen Familie zu Besuch ist, für, sagen wir mal, Fremdbetreuer sehr viel einfacher, das Kind wieder, sagen wir mal, aufwachen zu lassen und zu behandeln. Zum Glück kommt es halt sehr selten vor. Also wir haben halt vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr so eine schwere Unterzuckerung bei unseren 150 Kindern. Oh, ja, also das ist auch wieder die Frage, ist genau zum richtigen Zeitpunkt, kann man an Diabetes sterben? Ja, man kann an Diabetes sterben, auch als Kind oder Jugendlicher. Denn wenn man sich vorstellt, dass diese schwere Unterzuckerung zu einem ungünstigen Zeitpunkt auftritt, zum Beispiel man ist alleine baden oder fährt auf einer großen Straße mit dem Fahrrad und wird dann bewusstlos, fällt um, ein LKW kommt. Ne? Also man kann aufgrund der Komplikation versterben. Und mein letztes Thema ist halt die Überzuckerung, Übersäuerung. Und an sterben immer wieder Kinder, trotz all unserer Möglichkeiten, infolge dieser Übersäuerung Ketoazidose. Aber das ist halt zum Glück bei mir in den 20 Jahren, die ich die Kinder behandle, noch nie vorgekommen. Und ich hoffe auch, dass die nächsten 20 Jahre mir dieses erspart bleibt. Also, wenn man über einen längeren Zeitraum kein Insulin zugeführt hat, aus welchen Gründen auch immer, insbesondere wenn noch komplizierende Dinge dazukommen, wie fieberhafte Infekte, höherer Insulinbedarf, Hungerzustand oder Flüssigkeitsmangel, dann kann der Blutzucker stark steigen. Kinder mit einer Insulinpumpe sind halt davon etwas häufiger betroffen, weil wenn die Nadel unter der Haut vom Körper abgestoßen wird und nicht rechtzeitig gewechselt wird, kann sie verstopfen. Und wenn man dann nicht auf die Blutzuckerwerte, die erhöht sind, achtet, kann sich diese Übersäuerung Ketoazidose entwickeln. Hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist die Nacht vom 30.04. auf den 1.05. Das ist auch ein Jugendlicher, ein großer Junge, der halt in den 1. Mai gefeiert hat. Und dabei ist seine Insulinpumpe verstopft und er hat das halt über 18 Stunden nicht gut behandelt und mitbekommen. Und am Abend ist er dann zu uns in die Klinik gekommen, weil es ihm schlecht ging. Denn er hatte halt einen Flüssigkeitsmangel, er war sehr ausgetrocknet, die Atmung war ganz betont. Das hat also nach einem Arzt benannt, Kussmaulatmung. Man atmet wie, als wenn man eine schwere Lungenentzündung oder einen Asthmaanfall hat, weil der Körper versucht, diese überschüssigen Säuren abzuatmen. Und es besteht Übelkeit, Erbrechen, Kopf- und Bauchschmerzen, Muskelschmerzen, Schwäche. Und wenn der Prozess fortschreitet, kann man halt auch davon bewusstlos werden. Und wir behandeln das mit Infusion von Salzlösung und Infusion von Insulin, aber trotz unserer Möglichkeiten kann sich in einem geringen Prozentsatz ein sogenanntes Hirnödem entwickeln, dass das Gehirn anschwillt und das dann zum Einklemmung des Gehirns und auch zum Tode führen kann. So, ich bin zum Ende gekommen auf den Ausblick oder ob man jemals den Diabetes wird heilen können, gibt es noch keine klare Antwort. Also man versucht verschiedenste Dinge, um die Erkrankung zu heilen.
im Prinzip diese Transplantation, von der ich sprach, indem man das Gewebe vom Körper verbirgt und abschirmt, wird getestet, indem man die Zerstörung aufhalten möchte oder indem man die zerstörten Zellen künstlich im Labor erschafft und dann dem Patienten wieder zuführt. In meiner letzten Folie möchte ich auf die Fortsetzung der Kinderakademie hinweisen. Frau Professor Lickfield, die Chefärztin der Augenklinik, wird am 20.02. über das Auge als Fenster zur Welt berichten. Und ich sehe gerade, ich habe noch zwei Fragen bekommen. Frage bitte: Manchmal liest man, dass Rohrzucker, Kokosblütenzucker besser ist als weißer Zucker. Stimmt das? Also, er schmeckt besser und wird aber im Körper auch zu Glucose verstoffwechselt. Also diese Zucker sind halt Naturzucker, wo auch noch Mehrfachzucker mit dabei sein können, die langsamer in den Körper aufgenommen werden. Aber dem Stoffwechsel ist es egal, weil er kann halt ja relativ zügig auch aus dem langen Stärkemolekül der Kartoffel zum Beispiel die Glucose-Bausteine heraus extrahieren, und das macht halt aus meiner Sicht keinen großen Unterschied. Die Hauptbotschaft ist, möglichst wenig Zucker dem Essen zuzusetzen, weil fruchteigener Zucker, also der in Obst drin ist, ist natürlich auch, sind Mehrfachzucker drin, ist deutlich gesünder, als wenn man eben diesen schnell verfügbaren Zucker zu sich nimmt, weil dieser eben innerhalb kurzer Zeit den Blutzucker stark anhebt. Aber unterm Strich, ein Kind, was halt Sport macht, sich bewegt und im Rahmen Süßigkeiten isst, wird halt ja nicht übergewichtig werden und braucht halt deswegen auch aus meiner Sicht seine Ernährung nicht optimieren, sondern kann halt essen, was ihm schmeckt. Ja. Können auch nur Menschen Diabetes bekommen oder auch Haustiere und Wildtiere? Naja, ich bin ja Kinderarzt, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei Katzen und Hunden relativ häufig, wenn sie alt werden, auch ein Alterszucker auftritt. Und natürlich werden gerade Mäuse oder Ratten in der Forschung auch mit Diabetes eingesetzt, um die Krankheit besser zu verstehen und zu behandeln. Also ich kann die Frage mit Ja beantworten. Ja, dann möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr viele Informationen mitgenommen habt und vor allem an die Symptome denkt, falls jemand in eurem Bekanntenkreis darüber berichtet, dass er rechtzeitig zum Arzt kommt und die Diagnose nicht verschleppt wird. Tschüss und einen guten Start Montag in die Schule.